Heyo, willkommen, buenos dias, greetings. Heute geht's weiter mit Eco. Möchte wohl niemand was gewinnen. Guess the number is open, guys. Hallo, Tanja. So, erstmal das Übliche. Wir gucken uns erstmal an. Kürbis. Sieht sehr wenig aus. Weizen. Mais. Tomaten. Heidelbeeren sehen gut aus. Frederil sehen auch gut. Sonnenblumen habe ich hier angebaut. Weiß habe ich auch angebaut. Ich weiß gar nicht, ob ich Rüben angebaut habe. Ja, Waldlilie ist ausgestorben. Die drei Truthähne laufen noch rum. Okay. Huch. Test. Wie schreibt er hier nicht? So. Erstmal die Suche nach Essen. Was brauchen wir denn? Carbs. Essen wir mal was mit Carbs. So, erstmal das Übliche. Checken, was die Sachen hier so machen. Ich muss noch meine Sense holen. Zwei Weizen, dein Ernst? So.
geht noch nicht zum Ernten. Hallo, Mr. Pintail. Nicht reif genug zum Ernten. Okay, hello, welcome. One second. Let me kill this animal. No, it's German. Not French. It's German. Deutsch. Some things not translated. Some things are translated. Thanks for the follow.
default language is English in the game, but when possible, I like when I can play the games in my main language. And if you have questions, feel free to ask. Was? Damn. You see, something is not translated. Here it's translated, wo ist Fleisch, or meat. Auch noch nicht reif. So, haben wir das? Müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier zum Neuanpflanzen? 8 Samen. Rübensamen haben wir auch. Ein bisschen Reis. Time.
Guten Tom, willkommen. Habe ich nicht noch Fleisch hier drinne? Okay, können wir ja mal die Äpfel hier drehen. Klick No, hatte ich gesagt. Klicken wir mal No. Was haben wir denn noch Schönes? So was hier.
YouTube. Kein Kraftstoff mehr. Oh nein. Gegrillte Rüben, ich weiß nicht, da können wir auch mal 100 herstellen. Neun Fett, 500 Kalorien. Und das hier? 7 Fett, 510 Kalorien. Okay. Korn haben wir hier, Kürbisse haben wir da, Tomatoes haben wir da. Irgendwas proteinhaltiges. Klingt hier ganz in der Nähe. Okay.
müssen wir nämlich noch mal könnte man das Lager mitnehmen. Ja, das werde ich auch machen. Renko, willkommen. You won the XP battle. Was gleich war, das hier. Davon nehme ich mal 5 oder so mit. Not much is up. Saving the world. Asteroid is coming. Schwimmen wir mal. Bringe ich auch gleich eine Runde Eisen mit. Machen wir hier noch so ein Chatspiel. Ach nee, ich kann gar kein Eisen mitbringen. Ich habe gar keine Spitzhacke mit. Muss ich denn nachher noch mal wiederkommen? Oh, hier ist auch Eisen. Viel Eisen. You guess it right.
No problem. Next time, Venko. No worries. So, schon mal die Beeren pflücken. Okay. Da ist die Sense kaputt. Kein Platz. Wait. Thank you.
Okay. So, fahren. Was? Mehr ist nicht? Oh, oh. Dachte es mehr. Okay. Okay, das haben wir auch. Dann noch die Bohnen.
Ja gut. Dann sind wir jetzt voll. So viel Kanickel hier. Wo tun wir die Sachen jetzt hin?
So, Bohnenpaste. Benötigt Landwirtschaft 3. Habe ich das nicht? Nee. Was sammeln? This was my last crate.
Oh, dann holen wir erstmal Eisen. Poison, nee, ne? Okay, dann mal weiter. Hier ist auch Eisen. Eisen. Sammeln wir noch ein paar Papaya ein. Ich kann die Schaufel nicht annehmen. Was denn hier? 50 Karnickel.
Drei Füchse mit Mal. Auf einen Streich. Hier ist auch Kohle. Wenn das Kohle ist. So. Die ganzen Karnickel auch noch schlachten. Aber sonst noch was? Nö. Knuspriger Speck. Ja, da muss ich aber auch ein Dreier haben. Okay. Ja, so ein Boot wäre schon was. Ganzen Mörtel hier aus der Lagerung mal holen. So.
Na dann holen wir die nächste Ladung Eisen. Hacken wir noch schnell das Reh hier klein oder den Hirsch. Das hier ein Gestrüpp. Stutzen uns erstmal auf das Eisen hier. Wie soll hier Eisen sein? Da. Wart schon. Hier ist gar kein Eisen. Jetzt habe ich ihn hier in Marker gesetzt. Hier war bestimmt mal Eisen.
Da wäre echt so ein Boot irgendwie ganz gar nicht schlecht, oder ein Floß oder sowas. Naja. Essen wir noch einen Happen. Miley C-Top, willkommen. Hallo, Attila. Willkommen. You guessed right. Let me see. I don't have crates anymore. I give you this.
Nee, das war kein Eisen, okay. Müsste man eigentlich auch als Bug reporten, dass er beim Schnellschwimmen keine Kalorien verbraucht. Ein langer Weg immer übers Meer schwimmen wegen dem Eisen, aber das ist das Einzige, was ich bisher gefunden habe. Dann geht's nun mal nicht anders.
Ich glaube, hier gibt es kein Eisen mehr. Dann machen wir auch den Marker weg. Dann haben wir noch Eisen 4. Ah, ich bin schon wieder voll. Eisen ist ein ganz schönes Problem. Starten wir mal eine neue Frage. Geht auch gar nicht. Legen wir das hier so lange hin.
Joa, willkommen. Hat Eisen hier erstmal in Minenfrachtstuhl 0 reingelegt. Ich bin immer am Rüberschwimmen zur anderen Insel und hole den wieder 20. Da habe ich Eisen entdeckt. Ich denke mal, 2 Bahnen können wir schon wieder herstellen. Schon wieder 20 und schon wieder auf dem Rückweg. Das geht ja aber tief runter.
Dauert es nie los. Kaum ist man mal 2 Minuten weg. Kommen die Viecher schon wieder an und wollen hier meinen Garten leer fressen. Ein bisschen rumtauchen, ob das hier irgendwas Interessantes gibt unter Wasser. Wahrscheinlich nicht.
Kein Eisen mehr. Zehn Eisenbahnen wird schwierig. Ich muss momentan schon so weit schwimmen, damit ich die haben kann.
ist doof, dass man immer so weit muss und dann nicht mal mit dem Wagen rein kann. Walking through the desert, searching for the truth. Left everything behind me when you came out for you. Walking through the daylight and sleep under the moon. Watch every single sighting and mirage the same as the moon. You're 1,000 miles away, but if you come while I'm away, stay the night, stay the night. You're 1,000 miles away, but if you come while I'm away, stay the night, stay the night, yeah, stay the night. If you come while I'm away, you stay the night. Swimming in the ocean, don't know which one it was. I was diving to the bottom, searching for your love. I heard I was a treasure no one has ever seen. You hide inside a locket, buried in the sands beneath. You're 1,000 miles away, but if you come while I'm away, stay the night, stay the night. You're 1,000 miles away, but if you come while I'm away, stay the night, stay the night, yeah, stay the night. Komm ich dahin? This time the wind is 10 T-fuel. Guess the number.
Nein, nein, nochmal. Your fire.
Okay. Können wir entfernen. Now it's harder to guess the number, but the win is 10 T-Fuel. GG. GG. We'll be right back.
11 Tage läuft der Server noch. Danach wird sich die IP-Adresse ändern, weil ich den dann zu Hause laufen lasse. Egal, vorher noch mal testen, ob das alles klappt. Mit den 10er kann ich dann noch in Stromkosten investieren. Und mal probieren, ob mein Zweikernzähler 100 schafft, den Game-Server hier zu betreiben. Speicher hat er ja genug. Hab ich mich erschrocken. Ich dachte, was ist das für ein Vieh? Boah. Auch kein Eisen. Verdammte Axt. Das. Kein Eisen. Und das. Auch kein Eisen. Verdammte Axt. Das sah doch so gestreift aus. Eine richtige Eisenmine wäre mal was. Wo man fast nur Eisen abbauen kann, das wäre mal richtig toll. Hm.
Problem ist, auf der Karte sieht der Sandstein genauso aus wie Eisen, also nur ein minimaler Farbunterschied. Finde ich immer weniger Eisen. Hier ist noch Eisen, okay. Melt in your misery. Our battles won.
Das Problem ist, glaube ich, auch, dass man Eisen nicht irgendwie so erzeugen kann. Da text nicht nach, ne? Wenn man den keins mehr findet, dann RIP. Wie findet man das? Das ist das Problem. Wie findet man das? Es gibt ja keinen Detektor oder sowas, oder? Der dir anzeigt, wo man graben soll. Kannst ja nicht den halben Planeten umgraben. Detektor wäre schon was Cooles. Also wie so ein Ding hat, wo man dann feststellen kann, das lohnt sich. Hier sind mehr als zwei oder drei Eisenblöcke. Ich muss mal gucken. Ja, bloß dann müssten wir uns erst eine Straße rüberbauen zur Wüste, ne? Weil jedes Mal rüberschwimmen, das macht ja dann auch keinen Spaß. Wenn überhaupt eine Straße möglich ist hier so über das Wasser. Ob wir dafür genug Stein haben für so eine Straße. Und hier ist ja noch nicht mal das Wüstengebiet, das fängt erst da hinten irgendwo an. Schon ganz schön weit. Praktisch am anderen Ende der Welt. Ich kann mir schon vorstellen, bei diesen ganzen Sandsteinen, dass da irgendwo vielleicht daneben Eisen ist.
Na, da drunter. Was zu sehen ist erstmal nix. Bringt ja nichts, wenn du einen Eisen in Massen hast und kannst nicht ordentlich schmelzen und so, ne? Hier ist nochmal ein Spot. Natürlich sonst wohin geflogen jetzt wieder. Ist da nochmal ein Spot. Ich dachte mir, sammelt erstmal ein bisschen Eisen, weil die meisten Bücher, die brauchen immer noch ein bisschen Eisen, ne? Skillbücher. Mann, hier ist noch ein guter Spot, aber auch arschweit weg wieder. Oh, Telefon.
du wieder da. Telefonat beendet. Ich weiß auch nicht, was das ist. In den letzten Tagen bin ich immer so müde. Drecksbiester.
Was? Greg Steinbock. Oder Dickhorn Schaf oder wie das heißt. Kann man das ja noch mitjagen, wenn man schon mal hier ist. Und ich habe auch so überlegt, wir müssen wahrscheinlich auch noch an den Servereinstellungen noch mal was ändern. Und jetzt momentan hätte ich den nächsten Skill in 5 Tagen 14 Stunden. Und danach dann wieder 8 oder 10 Tage. Das ist einfach zu viel. Da wir ja nur zu zweit sind. Und die Berufe dann aufteilen müssen. Werden wir das nicht schaffen mit den Asteroiden im Nacken. Also ich lasse dann pro Aktion und so die XP gleich, aber die Grund-XP, die man jetzt kriegt, die setze ich dann ein bisschen hoch wieder. Denke mal noch 0,5. Damit das nicht so ewig dauert. Aber es geht nur, wenn der Server aus ist. Also denke ich mal, werde ich das machen, wenn ich dann morgen, kurz bevor ich online gehe, mal kurz den Server runterfahren, die Einstellungen ändern. Sachen, die schnell gehen.
hoher Braten, da holen wir dann gleich den gegrillten Braten an. Oder brauchte ich den Braten noch für was anderes? Nö, erstmal nicht. Okay, Kellerlager. Ja, Lager kann man nie genug haben. Das ist wirklich so. Hast ja gesehen, was wir an Essen schon haben. Ne? Also verhungern sollten wir so schnell nicht. Ich bringe auch gerade hier 19 gebratene Braten und 18 Würste wieder. Ordentlich essen. Dreckskanickel. Oder Mortar, ich weiß jetzt nicht genau, wofür wir das brauchen. Okay, ja, gerne. Ich die Braten hierzu. Und 38 Reisbrei. Wenn ich was mache, gehen die Punkte fürs. Nee, ich hatte diesen. Das hattest du angerissen im Fischerhaus und ich habe das aus der Kiste bloß geholt und rübergebracht. Ich habe das nicht erzeugt. Dieses Mortar oder so, das hattest du in der Fischerhütte selber angemacht im Lagerfeuer und ich hatte dann bloß so ein Pflanzenfasern dazu gepackt und dann irgendwann ist das fertig gewesen und lag jetzt da rum und deswegen habe ich es mitgebracht. Und das hier an dem Feuer hast du ja auch angeschmissen, ne? Das hier. Da packe ich dann ab und zu Pflanzenfasern rein. Also selber starten tue ich das nicht. Zu viel Reis. Keller Rohessen. Schieben wir mal nach oben.
Einmal ziehe ich noch los, Eisen besorgen. Ist ja immer mit der halben Weltreise verbunden. Hier, guck, in dem hast du ja Jared Fisch beauftragt und Mortar. Und ich schmeiß da immer ab und zu mal Pflanzenfasern rein. Und dadurch haben wir hier den Mortar rumliegen gehabt. Das habe ich dann bloß mitgebracht. Guckst du, hast du angemacht. Charlie nix schuld, Charlie unschuld. Wir starten mal noch eine weitere Prediction. Ja, dann brech den ab. Müsste man sich noch überlegen, was mehr bringt, ob man jetzt über den Ozean eine Straße baut oder ob man sich durch den großen Berg dadurch hackt. Ich glaube, beide Möglichkeiten sind gegeben. Weil wenn ich hier mal gucke, auf der Karte, müsste ich, glaube ich, auf der anderen Seite. Jetzt geht das natürlich nicht, muss ich noch mal kurz gucken. Ja, so, siehst du? Man müsste sich dann einmal quer durch den Berg hacken, dann würde man auch dieses Wüstenland erreichen. Aber ob das schneller ist als einmal quer über den Ozean hier so eine Brücke oder so ein. Ich denke mal, letzten Endes müssen wir hier hin, wo am meisten Sandstein schon ist und da dann graben oder so. Das ist nun komplett auf der anderen Seite, ne? Da könnte man auch von hier aus rüber bauen bis hier und dann da so rüber bauen, das wäre am kürzesten fast. Aber hier gibt ja auch was. Naja, keine Ahnung. Hast ja recht, erstmal das Bergwerk da fertig bauen.
cool wäre ja auch mal, wenn man so eine Ader finden würde, wo man einfach immer nur weiterhacken muss. Dann einfach immer den nächsten Eisen findet, ne? Aber irgendwie sind hier zwei, drei Stück aneinander und dann war es das schon wieder. Gucken wir mal, was der Marker sagt. Ob ich da noch ein bisschen Eisen finde. Wenn man denn erstmal so eine Eisenader gefunden hat, dann mag das ja alles gehen. Und einen Weg hat, wo man dann mit Karre transportieren kann. Vorher ist das alles immer ein schöner Weg. Sah so vielversprechend aus. Das sieht auch so vielversprechend aus, ist es aber nicht. Anyway, ich habe 20 in der Tasche. Jetzt bin ich doch auf der Seite, ne? Komplett auf der anderen Seite. Naja, mal schauen.
Nomdo, hello, welcome. Wir können uns vor Pelz hier schon gar nicht mehr retten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit dem Pelz. Können wir hier ins Lager schmeißen. Kam auch so viel, das können wir ja mal mitnehmen. Falls du mal Fisch fängst, einfach mal hier reinschmeißen. Dann blockiere ich mir die Aufträge hier nicht. Gut, haben wir das. Keller schmeiß ich mal Karnickel rein. Noch ein Happen Essen, genau. Was brät hier noch? Kriegen wir hier noch was angeschmissen? Ein bisschen Brot. Vielleicht.
So, wer später anfängt, kann früher aufhören, Kappa. Irgendwie ist die Luft heute raus. Ich werde Feierabend machen. Ach, wir haben jetzt doch 205 Follower. Wollte gerade No klicken. Das ist der Ayus, Klos, Broreffel. Congrats, congrats, congrats. So. Ich bin morgen wieder da. Thanks for watching. That's it for now. Tschüss, auf Wiedersehen. Arrivederci. Und Tanja, mach nicht so lange mehr. Tschüss.